Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum letzten Part dieser kleinen Top 4 Reihe. Heute sind wir wieder zurück mit Pokémon Ultrasonne und Ultramond in der Pokémon Liga und heute werden wir den Pokémon Champ oder ja, den Champion der Liga herausfordern. Nochmal über mein Team hier, alle Level 60 bis auf Argoyon, Level 53. Also ich finde mein Team ist so sehr ausgewogen, sehr gut. Ich denke mal, wir sollten nicht so viele Probleme haben beim Champ. Ja, ich würde sagen, ohne lange zu fackeln, stürzen wir uns direkt mal ins Geschehen und ich tue aber mal sicherheitshalber ein gutes Pokémon nach vorne, sowas wie Rebecca. Weil Rebecca, muss ich ehrlich zugeben, ist mein stärkstes Pokémon, glaube ich. Habt ihr auch schon vielleicht erkannt in den letzten paar Videos so. Und ja, dann wären wir jetzt wieder hier an unserem altbekannten Platz. Den kennen schon alle aus Sonne und Mond, aber ja, jetzt kommt ein mehr oder weniger ein überraschender Auftritt. Ist doch alles gleich wie in Sonne und Mond, aber da kommt der Kukui. Mein Glückwunsch, junger Herr. Jetzt bist du der Champ der Pokémon-Liga. Naja, das heißt, vorausgesetzt, dass du jetzt noch den letzten Trainer besiegst. Und dieser Trainer bin natürlich ich. Ha, für einen Moment hast du es mir wirklich geglaubt, oder? Ja. Jetzt kommt der Twist gerade hier. Und das ist der wahre Champ. Ich werde dein Gegner sein. Weißt du, als ich endlich geschafft habe, meinen OP zu besiegen, obwohl er alles gegeben hatte, kam mir so ein Gedanke. Für mich bist du sowas wie mein großes Vorbild, Emre. Du und deine Pokémon, um genau zu sein. Und gerade weil du mein großes Vorbild bist, möchte ich dich zu einem Kräftemessen herausfordern, bei dem es um alles geht. Und natürlich möchte ich auch den Platz danach als Sieger verlassen. Denn wenn sich Trainer und Pokémon so gut miteinander verstehen, wie das bei uns der Fall ist, macht ein Kampf doch gleich doppelt so viel Spaß. Findest du nicht auch? Dann sind sie nämlich in der Lage, etwas Großartiges zu erschaffen. Gut, also so gesehen ist Tali nicht der Champ. Wir sind beide quasi ja, sowas wie Thronfolger, sage ich mal. Das klingt sehr dumm, aber wir sind halt beide heiß darauf, Champ zu werden. Okay, die Musik, die kenne ich. Die kommt mir sehr bekannt vor, die Musik, aber gut. Ja, dass Raichu ganz vorne ist, ist natürlich sehr optimal für uns mit einem Flug-Pokémon. Sehr geil auf jeden Fall. Aber wir können daraus Nutzen ziehen. Das ist nämlich ein Typ Psycho. Machen wir Kreuzschere. Also schneller. Aber Donnerblitz sollten wir vielleicht sogar tanken. Nee. Tun wir nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen hier auf jeden Fall erstmal in Merry Christmas raus. Oh Mann, das ging schon mal sehr gut los. Dass ich ausgerechnet das vorne hatte gerade. Gut, Erdbeben sollte aber Fokusstoß. Ja, also das ist schon ein bisschen krass, was das so drauf hat, ne? Dieses Raichu meiner Pokémon direkt so killen, ist schon heftig. Okay, Schattenfessel, go. Psychokinese, das sollte nicht so viel Schaden machen. Nee, kaum sogar. Okay, gut. Schattenfessel, bam. Das killt sogar direkt, aber jetzt kommt bestimmt Flamara. Es müsste ein Flamara haben. Ja, Flamara, genau. Da gehe ich auf jeden Fall auf Karu raus. Also Tali sollte man nicht unterschätzen. Wenn ein einziges Pokémon zwei meiner Pokémon besiegen kann, ist es schon sehr krass. Gut, ich gehe hier auf Hydropumpe. Ich riskiere alles. Kulleraugen, das sollte mich nicht so viel beeinträchtigen, glaube ich. Scheiße. Verdammt. Ich verfehle zweimal. Aber Flammenblitz sollte ich, glaube ich, sehr gut abfangen können. Sogar sehr gut. Okay, gut. Ich gehe hier auf jeden Fall auf Fliederwasser jetzt. Muss ich ja wohl. Zweimal zu verfehlen ist auf jeden Fall ein sehr gutes Glück meinerseits.
Gut, mit Flammenblitz wirst du dich hier nur noch raus, selber rauskicken, Flamara. Mach das ruhig. Das lebt noch, okay. Es wird auf jeden Fall auf den Trank gehen, aber ich werde sicherheitshalber nochmal auf Niederwasser drücken, weil... Okay, es geht auf den Trank. Aber ich war meiner Meinung nach schneller gewesen als das Flamara, deshalb sollte ich, glaube ich, mit zweimal Niederwasser das Ding rausnehmen können. Yes, gut. Niederwasser, go. Okay, jetzt haben wir gerade Gleichstand von zwei Pokémon und zwei Pokémon, oder? Ja, 2-2 müsste es gerade stehen. Beide haben 2 besiegt. Okay, jetzt kommt rein Tauros. Tauros wäre auf jeden Fall sehr gut mit Rebecca zu spielen, aber da werde ich mehr Rebecca haben. Gute Frage. Wir können auf jeden Fall auf Jabura gehen. Jabura könnte... Ja, Jabura ist, glaube ich, eine gute Option hier. Denn auch Jabura ist... Hallo, geh mal weg, da. Denn auch Jabura ist hier physisch sehr gut. Aha, Bedroher. Ist ja natürlich sehr gut. Dann werde ich das so machen, dass ich einfach jetzt hier mein Jabura opfern werde für die Wiederbelebung von Rebecca, also von Resladero. Erdbeben. Ja, das sollte aber nicht so viel machen. So, dann würde ich sagen, wir drücken ihn nochmal ein letztes Mal hier eine Attacke rein, bevor Jabura dann auch den Löffel abgibt. Nachtdieb, go. Es ist schneller. Okay. Krass. Das ist jetzt überraschend. Okay, Recoil Damage für dich. Gönn dir. Und Rebecca kommt rein. Er hat noch 4 Pokémon. Wir haben noch 4 Pokémon. Der einzige Unterschied ist, dass wir alle fast schon tot sind. Go. Mit Flying Press oder mit Turmkick? Turmkick, go. Das ist schneller als Resladero? Was geht ab? Okay, wir treffen zum Glück. Warum ist Tauros so schnell? Ist Tauros immer so... Hat, glaube ich, eine Speedbase von 110, ne? Hm. Jetzt klingelt's gerade oben hier. Okay. Das nächste Pokémon ist ein Krawell. Da bleiben wir drin, denn da sind wir sowohl schneller als auch stärker. Das sollte nämlich ein One-Shot mit Flying Press sein. Yes. Weil Flying Press ist, glaube ich, vierfach effektiv. Ja, vierfach effektiv, genau. So, und noch ein Pokémon wäre übrig. Das sollte, glaube ich, sein Primarine sein. Was denn noch sonst? Okay, noch zwei sogar. Okay, Primarine. Da, Hattori ist halt so die einzig sinnvolle Option gerade, die ich hier habe. Aber Lobkling wird auf keinen Fall viel Schaden machen. Das Primarine an sich ist schon ein sehr bulkiges Pokémon. Oder auch nicht. Also ich dachte, okay, gut. Na gut, dann, wenn du so viel Schaden nehmen willst, mach das. Okay. So, wir gehen folgendermaßen vor. Magellan kommt dann rein hier und kann hier easy mit, falls es sich aufheilen sollte, mit Matschbombe gut gegencountern. Gut, mach das. Matschbombe sollte richtig viel Schaden reindrücken. Ja. Ja, oder auch nicht, ne? Wir machen mal Z-Move, Matschbombe. Ja. Weil ich werde es nicht riskieren irgendwie, ne, so. Deswegen spiele ich auf Nummer sicher. Dann können wir nochmal den Gift-Z-Move ansehen von Agoyon, wie es aussieht. Vernichtender Säureregen. Ja, das ist ein bisschen gemein. Bisschen Reprimarene. Okay. Dann wäre das auch schon mal vom Fenster. Noch ein Pokémon. War das Relaxo gewesen oder so? Relaxo kommt mir irgendwie so nah vor. Uhafnir. Okay, Uhafnir ist sogar sehr gut. Das Problem ist nur, wer ist jetzt hier schneller? Uhafnir oder ich? Ich hoffe, ich bin schneller, weil dann wäre Drachenpuls auf jeden Fall ein One-Hit. Okay. Checken wir seinen Drachenpuls? Ich hoffe schon, aber ich... Boah, fuck. Hätten wir es getankt, wäre es sehr gut, aber es ist gerade sehr eng. Ich würde sagen, wir gehen auf Rebecca
und machen Folgendes. Ich weiß, wir sind hier auf keinen Fall schneller, glaube ich. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal die einzige sinnvolle Aktion, die wir jetzt durchführen könnten, wäre Enteron aufheilen. Weil Enteron wird auf jeden Fall jeglichen Urhafnir-Hit tanken. Das weiß ich. Und dann wird Eisstrahl Urhafnir auf jeden Fall auch one-hitten können. Außer halt irgendwie Fokusgurt oder so, was ich mir nicht vorstellen kann. So, jetzt ist es ein sehr enges One versus One. One, genau, gutes Englisch. Und Eisstrahl, go. Drachenpuls. Das sollten wir aber tanken. Das sollten wir tanken. Nice. Ein Crit. Pass auf, was du machst, Urhafnir. Pass auf, was du machst. Okay, Urhafnir wurde ganz... Also, Talia hatte schon in sich gehabt, muss ich ehrlich zugeben. Es war schon ein bisschen anspruchsvoller. Wir geben immer alles. So entwickeln wir uns immer weiter. Okay, damit hätten wir jetzt auch Tali besiegt und wären offiziell Champ der Alola-Region, Leute. Ich bin stolz auf mich und meine Pokémon. Die waren perfekt aufeinander abgestimmt und wollten den Sieg um jeden Preis. Aber offenbar trennt uns noch ein kleines bisschen von der absoluten Spitze. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber obwohl wir verloren haben, stand ich bisher bei keinem Kampf so unter Strom wie bei diesem. Okay. Ich war jetzt auch aber sehr überrascht, dass dieser Kampf so schwer war. Also schwer im Sinne von so intensiv war. Also es war schon aufregend. Ich weiß gerade nicht, wie sehr ich jetzt hier noch in die Materie reingehen soll. So was ein paar Worte darüber verlieren soll. Also an sich fand ich das Spiel wirklich sehr gut. Also viele waren jetzt nicht so ein Fan davon. Aber ich fand es selber sehr gut. Also vieles Neues kam erst leider am Ende so, finde ich. Aber dennoch super Spiele. So vom Niveau her sehr nach oben geschraubt. Also es war sehr schwer teilweise. Die Herrscher-Pokémon waren sehr anstrengend. Ja. Ich bin sehr positiv überzeugt von diesem Spiel. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz hier unsere Pokémon an. Und danach werden wir auch uns von diesem Video hier gleich verabschieden. Ich bin aber auch ein bisschen traurig, dass Agoyan so wenig zur Geltung kam. Vielleicht in der After-Story, da gibt es auch noch einige Videos dazu bald. Vielleicht können wir es da ein bisschen genauer, ja, nutzen und spielen. Du bist erster Champ der Alola-Region. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Okay, ich muss jetzt irgendwie auf Start drücken oder so, oder? Tanzt jetzt da so rum, alles klar. Stempel hier, Stempel dort. Gut. Da kommen noch ein paar Leute hier hinten her. Okay, ich glaube, diesen Teil, Leute, muss ich nicht zeigen, weil das dauert ja noch ein bisschen länger gleich mit diesem ganzen Fest da auf Lili und so. Und dann, glaube ich, noch Kapuriki fangen und so. Habe ich nicht so vor jetzt gerade. Deswegen, Leute, würde ich sagen, mache ich hier einen Cut. Kapuriki und so fangen wir auf jeden Fall noch in nächsten Videos. Und das, ich meine, das ist jetzt nicht so story-relevant, denke ich mal. Wenn was kommen sollte, werde ich dazu noch Videos machen. Also gleich jetzt hier, aber nee. Gut, Leute, dann würde ich sagen, beende ich den Part an der Stelle jetzt hier auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf jeden Fall dranbleiben, Leute. Es kommen noch sehr viele Videos, wie gesagt, sehr viel. Bleibt gespannt, bleibt tuned. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben würde mich freuen, Leute. Macht's gut, auf Wiedersehen und ciao.